Zwei Dinge werden oft im Koran gegenübergestellt. Das ist das Leben, was wir hier verbringen, und das Leben da hinten. Und oftmals hast du eine von beiden Möglichkeiten. Du genießt hier deine Freiheit und machst, was du willst, und am Ende wird es im nächsten Leben, im eigentlichen Leben so sein. Oder du bist in der Lage, hier ein bisschen, nicht viel, ein bisschen so zu machen. Dich ein bisschen einzuschränken, ein bisschen die Grenzen einzuhalten. Dann wirst du im nächsten Leben deine Freiheit genießen. Es gibt nicht beides. Entweder die paar Jahre hier, machst du, was du willst, und dann später bezahlst du dafür mit so. Oder die paar Jahre hier bist du ein bisschen so und später die Ewigkeit in der Freiheit. Das sind die beiden Möglichkeiten. Es gibt keine dritte.